Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5. Ja, und an dieser Stelle muss ich mich jetzt endlich mal herzlich bei euch bedanken, denn ihr habt mir tausende von Tipps in die Kommentare geschrieben. Und ich weiß, ich bin nicht der beste Spieler aller Zeiten. Und das will ich auch gar nicht sein und überhaupt. Aber ich weiß jetzt natürlich, dass wir die Schätze verkaufen können. Das werden wir beim nächsten Mal, wenn wir dann in diesem Verwaltungsbildschirm sind, auch gleich machen. Und ich weiß jetzt auch, dass ich mir die Waffen natürlich auf die Quick-Slot-Tasten legen kann. Also praktisch, das kann ich jetzt hier gerade nicht machen, ne? Das werde ich aber auch beim Verwalten dann machen. Also praktisch, man sieht das ja auch, da sind Pfeile abgebildet hier, nicht? Also hier, da, hier, da. Das ist hier wie ein Steuerkreuz angeordnet. Da, wo ich die hinpacke, kann ich natürlich dann auch die Waffen hinschleudern. Alles gut, ich habe das begriffen und so wie wir praktisch einmal das nächste Level irgendwie erreicht haben, werde ich das auch tun. Keine Sorge. Ich will mich nur mal kurz hier umgucken. Kann ich jetzt hier eigentlich schon durch? Nein. Okay, also müssen wir wahrscheinlich tatsächlich mit diesem Floß, mit diesem kleinen Teil da, lang schippern. Und ich habe eben schon ein bisschen gespielt und diesen Bereich hier eben nochmal gesäubert. Ich kann ja immer nur kapitelweise speichern, was ich ein bisschen doof finde. Also habe ich diesen kleinen Teil schon mal offscreen für euch nachgeholt. Denn das habt ihr ja schon gesehen. Deswegen habe ich jetzt eventuell ein bisschen andere Munition und so parat. Da bitte ich dann um Verständnis. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie mache ich das? Dann muss ich jetzt hier... Muss ich da jetzt... Das Seil kappen? Nein, muss nicht das Seil kappen. Muss vielleicht einer von uns hier bleiben? Und einer die Kurbel drehen? Ich weiß nicht, wir hatten ja irgendwo ein Rad. Oder zwei sogar. Und dann müssen wir da vielleicht dran drehen. Ich möchte eigentlich ungern ins Wasser rein. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass ich das muss, aber ungerne, weil ich weiß ja, hier schwimmt ein ganz großer Alligator rum. Dem möchte ich eigentlich ungern begegnen. Jedenfalls können wir da... Hier war das, ne? Hier ist doch ein Rad. Aber hier ist auch eine Brücke. Okay, da geht's offensichtlich nicht weiter. Das ist korrekt. Wo war denn das mit den Rädern? Ich muss mir ein bisschen Überblick verschaffen. So... Da oben können wir eben hochgehen. Ich will mal eben kurz nochmal gucken. Da ist nichts. So. Von hier habe ich eine ganz gute Übersicht. Also, da ist jedenfalls eine Brücke, die man runterlassen könnte. Und wahrscheinlich sind die Schalter dafür da hinten. Da ist doch das. Ach, das ist so ein rotes Rad. Das meinte ich. Da ist die Kurbel. Jetzt sehe ich es auch. Da wollte ich hin. Alles klar. Bin dran vorbeigelaufen. Das passiert. So. Also, dann. Wollen wir das machen? Ja, oder willst du? Achso, ich soll aufs Floß. Okay, damit hat sich gerade die Frage erledigt. Das heißt, ich darf mich gleich versuchen zu verteidigen, während du kurbelst. Okay. Das ist mir ehrlich gesagt lieber, als wenn ich kurbel und dann irgendwie sie beschützen muss von der Ferne oder so. Das hasse ich immer wie die Pest ohne Aufgaben. Das gab es ja in Teil 4 auch schon, wenn man Ashley mit dem Scharfschützengewehr beschützen muss, während sie dann entführt wird und sowas. Das ist immer nicht so mein Fall. Dann lieber aktiv... Was machen? So, gut. Mal gucken, von wo sie jetzt alle auf mich zustürmen. Ich höre schon Musik. Guck, was? Ich habe das noch gesehen, dass da R1L1 stand. Okay, jetzt sind wir hier. Das war ja mal geil. Okay, ich sag mal, die hier haben wir ja standardmäßig. Deswegen bewegen wir die jetzt dahin. Maschinengewehr packe ich mir nach links. Die Magnum nach unten, weil ich die am seltensten brauche. Und die Schrot packen wir uns auf rechts. So, jetzt könnt ihr endlich zufrieden sein, dass ich das endlich mal gerafft habe. Munition ist ja im Prinzip dann scheißegal, wo die landet. Ich kann ja immer nachladen, wo ich will. Klar, ich hätte mir das ja auch als Vorbild nehmen können, weil sie macht das ja auch, ne? Ja. Na egal, ich habe das nicht so richtig geschnallt. Was ist das eigentlich? Das Pistolenmuni. Okay, die kannst du auch gerne behalten. So, und hier im Verwaltungsmenü können wir... Ja, L1, ich sehe das gerade. Verkaufen. Okay, da habe ich absolut nicht drauf geachtet. Das tut mir echt leid. Nee, ich will ja keine Waffen verkaufen. Ich wollte unsere Schätze verkaufen. Nee. Zurück. Moment. Was ist denn überhaupt R1? Färb? Ach da, Schätze. Oh Gott, ich habe ja so viele Sachen zu verkaufen. Scheiße. Hätte ich das mal eher gewusst. 2000. Ja. Okay, Leute, jetzt kriegen wir aber ordentlich Geld. Weg damit. Okay. Halt, das war falsch. Ach, da haben wir noch. Achso, wir haben da mehrere von.
Ah, okay. I see. Jetzt sehe ich das auch gerade, da ist eine Anzahl dabei. Gut. Und da war gleich zwei. Ja, schon richtig. Ja, dann können wir gleich ordentlich shoppen gehen, ne? Sehr geil. Was ist das denn? Oh. Boah, wenn wir für jeden hier schon mindestens 1000 kriegen, ne, dann kriegen wir richtig Geld zusammen. Ist das geil. Gibt es eigentlich so einen Schnellbutton? Alle Schätze? Alles verkaufen. Ich sehe das gerade. Okay. So, okay. Gut. 41.000. Okay. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir uns jetzt leisten können. Und wir können ja auch auftunen und alles Mögliche. So, erste Schutzweste. Soll ich ihr eine Schutzweste kaufen, ist die Frage. Ist das sinnvoll, ihr eine Schutzweste zu kaufen? Ich glaube, ich bin mal so nett. So, und jetzt kümmere ich mich um meine Waffen. Also. Pistole, die nutzen wir ja oft. Nein. Ich will, ach so, das geht ja über Verwalten, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Verbessern. So, dann wollen wir mal gucken. Ladegeschwindigkeit, die finde ich ehrlich gesagt in Ordnung. Kapazität wäre immer gut, ja. Wie oft kann man eigentlich die Kapazität... Ach, das geht nicht höher. Kritische Treffer ist ganz, ganz wichtig. So, und dann hole ich noch einen. Obwohl, ich möchte auch gerne bei der Schrotflinte die kritischen Treffer erhöhen. Das ist für mich schon wichtig. Geht auch nur einmal. Und die Kapazität nochmal erhöhen. Ja, okay. Und noch einmal, komm. Okay, dann will ich auch nochmal beim Maschinengewehr die Kapazität erhöhen, wenn ich das Geld noch dafür habe. Hätte ich das mal eher gewusst, verdammt. So, ja. Okay, und Durchschlagskraft. Und ruhig nochmal. Auch geil. Herrlich. Das geht auch noch. Ja, wunderbar. Ich glaube, jetzt komme ich auch ein bisschen besser zurecht. So, jetzt habe ich ja nochmal L2, da genau die. Geben wir Sheva, damit sie die auch hat. Ich hoffe, das war kein Fehler. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Die darf ich ja nicht verkaufen, ne? Darf ich doch? Okay. Ich dachte, ich darf nicht. Recht damit. Gut. Bringt aber kaum Geld. Aber die nehmen wir natürlich. Ach gut, das ist ja mal geil. Die durfte ich dann praktisch direkt behalten. Ja gut, ja komm. Gib sie ihr. So. Okay, dann sind wir jetzt fertig. So, und ich bedanke mich natürlich nochmal recht herzlich bei euch für diese ganzen Tipps. Ich konnte halt vorher nicht darauf eingehen, weil ich hatte schon einiges im Voraus aufgenommen, bis zur letzten Folge halt. Ne? Jetzt wisst ihr, was für einen Vorsprung ich ungefähr habe. Und jetzt geht's natürlich weiter. Und jetzt muss ich natürlich Quicktime-mäßig aufpassen. Ich muss wahrscheinlich jetzt immer ganz schnell drücki-drücki machen. Okay. Ja, liebes Kroko. Okay. Ich hoffe, das sind immer die gleichen Kombinationen. Ich hab definitiv gedrückt. Das fand ich jetzt ein bisschen unfair. Ja, ist ja gut. Oh. Quicktime-Events mochte ich noch nie so gerne. Bin ich ja ehrlich. Ne? Ich bin dabei. So. Ja. Ja. Wie gesagt, wenn das immer R1L1 bleibt, dann brauche ich ja echt nur gucken, so wie es leuchtet, drücken. Aber ich befürchte, es bleibt nicht dabei. Ich versuche auch ein bisschen in Bewegung zu bleiben, aber ich glaube, das nützt nichts. Ja, mach immer diese Attacke, dann bin ich zufrieden. Kurbel mal ein bisschen, Shepard. Achso, ich muss in die Richtung gucken, ne? Alles klar. Komm, einen noch. Einen, ja, haben wir gedacht. So, und jetzt schnell raus hier. Hoch. Oh, danke. So, jetzt mache ich die Tür für Shepard auf. Ne? Dann komm mal her, Mädel. Und dann können wir jetzt hier in aller Ruhe weitermachen. Hallo. Ist schon da? Kommst du? Okay, sie ist unterwegs. Sie ist unterwegs. So, den Knopf will ich den drücken. Ich weiß nicht, da hat der eine vorhin Verstärkung mitgerufen. Hm. Allerdings ist hier nichts anderes. Ich muss da wohl drauf treten. Okay. Okay. Ach nö. Achso, ich dachte schon, ich muss jetzt wieder zurückschippern. Aber nee, wir haben bisher eine Tür. Stimmt ja. Es wundert mich ein wenig, dass ich das Krokodil gar nicht töten muss. Aber wahrscheinlich kommt das noch. Und ich habe jetzt was gespoilert.
was ich gar nicht wollte. Ohne es zu wissen. Dann ist es auch kein Spoiler, wenn ich es nicht weiß. So, runter. Ich meine, die Gedanken, den kann man ja mal haben, ne? Das gerade in einem Resident Evil Spiel, wenn da irgendwie ein Monster oder ein Gegner auftaucht, dann nimmt man automatisch an, na, wann kämpfen wir gegen dieses Vieh, so ungefähr. Okay. Oh, eine ziemlich helle Höhle. Und mir wurde auch nahegelegt vom guten Nico, vom Grafen, da genau, mich immer schön umzugucken, denn überall sind Sachen versteckt. Und ja, das sollte ich ja eigentlich von Resident Evil 4 her schon wissen. Habe ich bisher ein bisschen missachtet und es tut mir auch leid. Vielleicht gucke ich da jetzt einfach mal ein bisschen besser nach und alles. Ich gelobe Besserung. Finde ich natürlich auch jetzt wieder schöne Sachen, jetzt wo ich mal ein bisschen besser gucke. Und ja. Wir wollen dem Spiel ja auch eine Chance geben, ne? So ist es. Oh, wo? Oh. Palmen? Palmen. Geil. Das sieht nach einem Militärlager aus. Ah. Okay. Was tun die hier? Ja, das ist eine gute Frage. Wo hast du jetzt gerade Geld gefunden am Gebüsch? Okay. Cool. Soll ich aber durchs Gebüsch gehen? Also es lohnt sich tatsächlich nur wieder mal durchs Gebüsch zu gehen. So. Wollen wir uns die Zelte mal angucken? Vielleicht sind hier noch Vorräte oder so drin. Da ist ein Dokument. Dann wissen wir vielleicht, was die hier gemacht haben. Typ 3 Plagers Feldversuch. Seit dem ersten Feldversuch mit Typ 3 Plagers ist eine Woche vergangen. Typ 3 wurde entwickelt, um wesentliche Verbesserungen im Vergleich zu früheren Versionen zu erzielen. Das ist ja auch der Sinn an Verbesserungen, aber gut. Bei der Ursprungsversion gab es einen speziellen Plagers namens Kontrollplagers, der den Wirt mit besonderen körperlichen Fähigkeiten ausgestattet hat. Die Kontrollplagers waren zahlenmäßig begrenzt und verursachten große körperliche Veränderungen beim Wirt, waren also nicht immer zweckdienlich. Mhm. Also unkontrollierte Mutationen, könnte man sagen. Vom geschäftlichen Standardpunkt aus betrachtet, war dies unerwünscht. Das Ziel bestand darin, Supersoldaten ohne Nebenwirkungen zu entwickeln. Umbrella halt. Ja, es klingt danach, ne? Andere Teams sind mit der Entwicklung eines ähnlichen Produkts zu kommerziellen Zwecken beschäftigt. Aber angesichts der Vorliebe von Las Plagas für menschliche Wirte erscheint dieses Projekt gefährlich. Mit anderen Methoden lassen sich womöglich Supersoldaten erschaffen, aber wenn der Wirt nicht vollständig steuerbar wird, wären sie nicht effektiv genug. Aus der Kombination einer Basisplagers und eines Gens der Kontrollplagers entstand ein neuer Plagerstyp, Typ 3. Wenn es gelingt, Typ 3 zu perfektionieren, wird er wahrscheinlich zum neuen Standard auf dem Biowaffenmarkt. Doch dieser Tage steht erst noch bevor. Bei einem kürzlich erfolgten Test sind mehrere Probleme aufgetreten. Das größte Problem ist die mangelhafte Adhärenzrate. Sagt mir jetzt nichts. Adhärenzrate. Bei erwachsenen und jugendlichen männlichen Personen beträgt sie etwa 92%. Ebenso wie bei den normalen Las Plagas. Bei Frauen und Kindern beträgt sie für Typ 3 allerdings 0%. Das ist ja sehr, sehr vertrauenserweckend. Angesichts dieser enttäuschenden Resultate wird deutlich, dass Typ 3 in seiner jetzigen Form kein adäquates Produkt ist. Außerdem haben sich künstliche Mutationen als tödlich erwiesen. Dies ist wahrscheinlich auf den dynamischen Einfluss des Kontrollplagers-Gens zurückzuführen. Allerdings blieb der Test nicht gänzlich ohne positive Ergebnisse. Unser Ziel, erhebliche physische Verbesserungen zu erreichen, wurde teilweise erreicht. Die Sprungkraft der Wirte konnte beträchtlich gesteigert werden. Darüber hinaus gab es ein unerwartetes Resultat. Das Wachstum der Wirte, wobei einige eine Größe von fast 3 Metern erreichten. So ein bisschen wie der El Gigante, den wir da... Wie hieß er? Nindeku? Oder wie heißt er hier? Irgendwie sowas? Nindeku? Dies könnte ebenfalls auf das Gen der Kontrollplagers zurückzuführen sein. Bleibt aber im akzeptablen Rahmen. Mit diesem Feldtest konnten wir nicht alle erwünschten Ziele erreichen. Doch kann auch nicht von einem totalen Fehlschlag die Rede sein. Die gewonnenen Informationen lassen sich für Verbesserungen bei künftigen Tests einsetzen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Wir werden bestimmt noch einige von dieser neuen Plagart kennenlernen. Ich wollte gar nicht schreien. Ich wollte nur feststellen oder lesen, was das war. Aber es war nichts Wichtiges. So. Da, ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Die brauchen wir. Könnte ich ja mal gleich... Oh, da ist ja noch ein Fass. Ja, die kannst du nehmen. Mal probieren, ob das jetzt klappt. Maschinengewehr. Tatsächlich klappt.
Okay, und da habe ich jetzt Schrot und da habe ich Magnum. Alles klar. Ja, ist natürlich viel besser mit den schnellen Funktionen, habt ihr recht. Und ja, ich bin ein bisschen dämlich, dass ich das nicht gesehen habe. Es tut mir leid. Okay. Du nimmst das Spray. Also ich finde das immer ganz gut, wenn ich sie die Heilung tragen lasse, weil meistens nutzt sie die schon ganz clever. Und für mich ist der Platz einfach zu wertvoll, dass ich mich damit abplage. Das war wohl eine Schlange. Ja, das ist auch eine. Komm her. Ein Ei. So, nehmen wir mal ein Ei. Das Ei können wir auch mal eben fressen. Nom nom nom. So. Da haben wir noch eine Hütte. Oh, okay. Das nehmen wir auf jeden Fall. Schrot war hier, genau. Achso, ich kann nicht mehr nachladen. Zu. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur dahin. So. Okay. Hier hatten wir jetzt alles abgesucht. Ich hoffe. Ich gucke nochmal nach oben. Nicht, dass an irgendeinem Pfahl noch was hängt, was ich jetzt übersehen habe. Aber erst einmal denke ich nicht. Also gehen wir weiter, ne? Kann ich hier noch drunter krabbeln? Ach, ich drücke auch immer die Karte weg aus Versehen. Sieht fast aus, als könnte ich da runter krabbeln, aber ich weiß gar nicht. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht ducken, ne? Bin mir gerade nicht sicher. Oh, was ist denn hier los? Looks like we've arrived at the oil field. Ah. And Irving's not getting away this time. Stimmt ja. Wir wollten jetzt zum Ölfeld. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Irving, genau. Den Penner müssen wir ja hinterher. Okay. Hinein. Dann gucken wir mal, was uns jetzt hier erwartet. Und da wieder ein Stück Geschichte aus Resident Evil. Aha, aha. Look, it's Irving.